Ich lese EUR leicht gemacht, die Einnahmeüberschussrechnung, ein Lehrbuch für Studium und Praxis, zweite Auflage. Extra-Register, Seite 203, die Anlage EUR. Oh, das hilft. Und ich bin angekommen in Lektion das Anlagevermögen und die Abschreibung. Es geht um die Geschäftsvorfälle und nach der Gebäude AFA. Das AFA heißt Abschreibung für Abnutzung. Kommt öfter mal vor, geht es um den Fall 51 der Großgrundbesitzer. Der Makler M kauft am 5. Januar 01 ein Repräsentant. Der Makler M kauft am 5. Januar 01 ein repräsentatives Bürogebäude, in Klammern Baujahr 1998, Klammer zu, für seine Maklertätigkeit. Am 3. Juni 01 schafft er sich ein vollständig vermietetes Wohnjahr, in Klammern Baujahr 1950, Klammer zu, mit 5 Wohneinheiten an. Mit Stichtag 25. November 01 gelingt es ihm, ein ihm gehörendes Wohnhaus, in Klammern Baujahr 1903, Klammer zu veräußern. Die Anschaffungskosten betrugen jeweils 200.000 Euro, in Klammern nur Gebäude, Klammer zu. Der Veräußerungspreis betrug ebenfalls 200.000 Euro, in Klammern Gebäude, Klammer zu. Wie hoch ist der jeweilige Abschreibungsbetrag? Gebäudetyp 1. Die Anschaffung erfolgte im Januar, das heißt, die Abschreibung erfolgt für 12 Monate. Das sind 12 von 12 Monaten mal 200.000 Euro mal 3% sind 6.000 Euro AFA. Gebäudetyp 2. Die Anschaffung erfolgte im Juni, das Gebäude stand also 7 Monate im Eigentum des Maklers und das sind 7 Zwölftel für die 7 Monate mal 2% sind 2.333 Euro AFA. Und für das veräußerte Gebäude sind das 11 Zwölftel, weil das im November erfolgt ist, mal 2,5% und das sind 4.583 Euro AFA. So. Hinweis, die im Zusammenhang mit Gebäuden vorzunehmenden Abschreibungen finden Sie im Beschluss 7 Absatz 4 des Einkommensteuergesetzes. Die Abschreibungssätze für Gebäudetyp 2 und 3 sind auch bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung bindend. Jetzt kommt ein Steuertipp. Steuertipp, achten Sie bei der Anschaffung von Gebäuden und anschließend durchzuführenden Reparaturen auf die sogenannten anschaffungsnahen Herstellungskosten. Dabei handelt es sich um eine nett versteckte Fußangel. Investieren Sie innerhalb von 3 Jahren nach Anschaffung noch einmal mehr als 15% des ursprünglichen Kaufpreises in Renovierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen, müssen diese aktiviert werden. Der Pferdefuß, diese Kosten dürfen ebenfalls nur mit 2 bzw. 2,5% jährlich angesetzt werden. Ansonsten sind diese Instandhaltungsaufwendungen nämlich sofort abziehbar. Entweder Sie gedulden sich also nach der Anschaffung mit den Sanierungsarbeiten oder Sie kalkulieren dieses Manko mit ein. Also,
Der Steuertipp wäre an der Stelle nicht mit mehr als 15% des ursprünglichen Kaufpreises Renovierungs- und Instandhaltungsarbeiten durchführen zu lassen. Ansonsten schreibt man es über viele Jahre ab. So, das macht Arbeit und man kriegt sein Geld nicht sofort. So. Hinweis: Für sonstiges unbewegliches Anlagevermögen, zum Beispiel Hallen, in Klammern, finden Sie die Nutzungsdauer in den Tabellen der Finanzverwaltung. Die Höhe der Abschreibung ergibt sich aus der Nutzungsdauer, das ist am vorher dran gewesen. Für denkmalgeschützte Bauten, in Klammern Beschluss 7 Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes, Klammer zu, oder Bauten in Sanierungsgebieten, Beschluss 7 Absatz H, ach so, das ist Absatz I und Absatz H, ja, ja, des Einkommensteuergesetzes sind die Sonderregelungen vorgesehen. Oder sind Sonderregelungen vorgesehen, nicht die Sonderregelungen. Bei Juristendeutsch hätte mich auch nicht gewundert, wenn da die Sonderregelung vorgesehen stehen würde. Diese nachfolgend dargestellten Regelungen sind politisch motiviert, um das Stadtbild zu erhalten und alte Bausubstanz zu retten. Für Instandhaltungsmaßnahmen oder Erneuerungen an besonderen Gebäuden in städtebaulichen Entwicklungsgebieten und Sanierungsgebieten hier farbig abgesetzt, werden diese aufgewendeten Kosten besonders abgeschrieben. Jahre 1 bis 8 zu 9%, Jahre 9 bis 12 zu 7%. Voraussetzung dafür ist A. Eine Bescheinigung, dass sich das Gebäude in einem solchen Gebiet befindet. B. Dass sich der Eigentümer zur Durchführung dieser Erhaltungsmaßnahmen verpflichtet hat. C. Er keine Zuschüsse für diese Maßnahme erhielt, in Klammern ansonsten Kürzung der Kosten um die gezahlten Zuschüsse, Klammer zu. Für Gebäude, die als Baudenkmäler eingestuft werden, gelten die gleichen Regelungen, Abschreibungssätze besonders, besondere Erhaltungsmaßnahmen, vorliegende Bescheinigungen, Kürzung um erhaltene Zuschüsse. Da steht in Klammern, Abschreibungssätze, bla bla bla. Fall 52, das Denkmal. Da mache ich eine Pause. Fall 52, das Denkmal. Der Gärtner G. kauft sich am 10.03.01 ein Haus in der Nähe von Schloss Sanssouci in Potsdam. Das steht hier in Klammern. Er möchte dieses Haus vermieten. Gemäß Bescheinigung der Denkmalschutzbehörde handelt es sich unstrittig um ein Baudenkmal aus dem 19. Jahrhundert. Die eigentlichen Anschaffungskosten betrugen, in Klammern nur Gebäude, Klammer zu, 200.000 Euro. Darüber hinaus verpflichtet er sich beim Kauf 500.000 Euro in die Sanierung und Instandhaltung für vorgegebene Maßnahmen zu investieren. Wie hoch ist die Abschreibung im Jahr 01, wenn die Maßnahmen alle bis September 01 abgeschlossen wurden? Es findet eine Unterteilung der Abschreibung statt. Die eigentliche Abschreibung auf das Gebäude erfolgt mit 2,5%. Das sind 2,5% mal 200.000 Euro mal 10 Zwölftel, weil er hat das hier im März gekauft. Das steht hier auch in Klammern drunter, Anschaffung im März, zeitanteilige AFA, das sind 4.167 Euro. Für die durchgeführten Erhaltungsmaßnahmen ist eine Abschreibung von maximal 9% möglich. Die Voraussetzung für den erhöhten Abzug, Bescheinigung der Denkmalschutzbehörde und Nachweis auf die Aufwendungen, das steht hier in Klammern, liegen vor. Das sind 9% mal 500.000 Euro, das sind 45.000 Euro, das ist schon was.
Es handelt sich um eine Jahresabschreibung. Eine zeitanteilige Abschreibung erfolgt nicht. Gut. So. Ich glaube, ich lese auch noch den Steuertipp und dann geht das mit den Gebäudeabschreibungen weiter. Wenn man hier radiert, geht nichts verloren. So. Steuertipp. Sie sind Eigentümer eines solchen Gebäudes, aber wohnen lieber selber drin, als es zu vermieten. Auch dann könnten Sie, ich lese das nochmal vor, Sie sind Eigentümer eines solchen Gebäudes, aber wohnen lieber selber drin, als es zu vermieten. Auch dann können Sie die Erhaltungsmaßnahmen steuerlich berücksichtigen. Diese Aufwendungen lassen sich als Sonderausgaben abziehen, in Klammern Beschluss 10 Absatz F des Einkommensteuergesetzes. Die aufgeführten Abzugsvoraussetzungen gelten auch hier. Also, wer in einem denkmalgeschützten Gebäude wohnt, kann auch am Anfang 9% im Jahr abschreiben. Danach nur eine ganze Zeit mit 7%. Lohnt sich. So. Es geht dann weiter mit Übersicht 18 Gebäudeabschreibungen. Ich zähle mal gerade noch die Seiten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11. Es ist noch eine Menge. So, ich mache aber jetzt erstmal eine Pause.